Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, über einfache Stromkreise. Das letzte Mal haben wir über die Wheatstone'sche Brückenschaltung gesprochen. Ne? Man sagt, ja, okay, das ist in der Messtechnik relativ häufig, da haben wir irgendwelche Abgleichbedingungen, weil es ist immer leichter, eine kleine Spannung, Verwarnungsunterschiede an kleinen Spannungen zu messen, wie kleine Unterschiede an großen Spannungen zu messen. Ja, das war's. Ne? Und dann haben wir am Schluss noch gesagt, hey, was ist, wenn die Wheatstone-Brücke belastet ist? Ja, wenn da drin ein RL, ein Lastwiderstand, auftaucht. Ich habe das dann nur mal aufgezeichnet, um mal die Situation, dass wir uns die Situation genauer anschauen. Also die belastete Wheatstone-Brücke. Wir haben also hier im Brückenzweig, heißt der da, weil der die Brücke bildet zwischen den zwei Zweigen, ja, einen Lastwiderstand drin. So, ne? Jetzt kann man sagen, ja, so wurscht, na, berechnen wir. Ist nicht so einfach, ja, weil es ist nichts parallel, es ist nichts seriell und so weiter. Manche werden unter Umständen drauf kommen, aha, schau, das ist ein Dreieck da rum, da kann ich ja eine Stern-Dreieck-Transformation machen hier. Ne? Und dann habe ich da unten zwar eine Serie, da kommen wir weiter. Ne? Erstens, viel Arbeit. Okay? Gut. Ja, macht man halt. Ne? Man hat ja sonst nichts zu tun, könnte man einwenden. Ja? Zweitens geht es nur mit einem Widerstand. Was ist, wenn da was anderes wie ein Widerstand ist? Was ist, wenn da ein Kondensator oder irgendwas Nichtlineares im ärgsten aller Fälle ist? Das geht dann nimmer. Ja? So. Und jetzt? Ja? Aus. Ja? Wir haben eine Möglichkeit, gelernt eigentlich, habe ich mal in einem alten Video, in einem Vorgängervideo erzählt, dass es eine Ersatzspannungsquelle gibt. Also wir möchten diese Brückenschaltung hier mit den Klemmen A und den Klemmen B, ja, so umbauen. Ja. Es soll wieder die Klemmen A und die Klemmen B geben. Ne? Und das ist die sogenannte Ersatzspannungsquelle mit einem Innenwiderstand und einer Quellenspannung, UQ. Ne? Und da, ja, das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich, das habe ich da von B nach A einzeichnet, aber ist ja wurscht. Da ist Delta UA, gell? Das ist der. Und da draußen hängt halt unser Lastwiderstand dran. Und die Sachen, die hier so schwarz-grau eingezeichnet sind, die sollen absolut äquivalent sein. Okay? Ersatzspannungsquelle haben wir das genannt, gibt ein eigenes Video dazu. Und das ist jetzt eigentlich eine Anwendung, eine gute Anwendung für sowas. Ja? Und zwar U0 gehört daher, U0, nicht UQ, U0. Ja? Wir müssen also bestimmen das U0 und den RI. Die zwei Sachen müssen wir bestimmen. Das U0, haben wir damals gesagt, ist die Leerlaufspannung hier. Also die Spannung, die ohne den Lastwiderstand mit RL gleich 0, unendlich oben natürlich, ja, ohne, wenn er weg ist, den Lastwiderstand auftaucht. Diese Spannung brauchen wir. Ja. Wie rechnen wir die aus? Wir nehmen eine Masche her, eine Masche unserer Wahl, nehmen wir diese Masche hier her. Okay, da haben wir eine super Masche. Masche 1, Masche 1, schreiben wir an, U2 minus U4 plus Delta UA ist gleich 0 Volt. Passt, sind wir wieder da. So, das heißt, das Delta UA ist gleich, und in diesem Fall haben wir dann, bringe ich auf die andere Seite, U4 minus U2. Okay. Die zwei Sachen. Wir haben auch gesagt, das sind zwei Spannungsteiler und es gilt die Spannungsteilerregel, das heißt U2 zu UQ in diesem Fall, also UQ, ja, ist gleich R2 dividiert durch R1 plus R2. Okay? Aus dem da folgt, dass U2 gleich UQ mal R2
dividiert durch R1 plus R2 ist. Spannungsteilerregel. Hier. Ja. Gleiche Spannungsteilerregel hier. In dem anderen Zweig. Ja. Nehmen wir eine andere Farbe. Also das ist dieser Zweig hier gewesen. Und jetzt machen wir den Zweig da. U4 zu UQ ist R4 dividiert durch R3 plus R4. Daraus folgt, U4 ist gleich UQ mal R4 dividiert durch R3 plus R4. So, wenn ich die zwei Sachen jetzt zusammennehme, ja, dann steht da praktisch Delta UA ist gleich U4, das ist UQ mal R4 dividiert durch R3 plus R4 minus U2, das ist UQ mal R2 dividiert durch R1 plus R2. Ja, das UQ hebe ich jetzt noch raus. Das heißt, da steht UQ mal, Klammer auf, R4 durch R3 plus R4 minus R2 dividiert durch R1 plus R2. Passt. Ja? Das ist das. Ja? Das ist diese Spannung hier. Das ist also mein U0. Okay? Und jetzt müssen wir um das RI kümmern. Beim RI, dem Innenwiderstand, haben wir gesagt, wir setzen alle Spannungsquellen da drinnen 0, also 0 Volt. Ja, also das ist praktisch ein Kurzschluss, 0 Volt ist ein Kurzschluss. Und dann schauen wir eine von A und B. Zeichnen wir diese Schaltung einmal auf mit einer kurz geschlossenen Spannungsquelle. Dann schaut die Sache nämlich so aus. R1, R2, R3, R4. Und da bei A und B schauen wir rein. Und dann schauen wir sie das an. Okay? Schauen wir uns das an. Sehr übersichtlich, nicht? Zeichnen wir uns diese Schaltung vielleicht ein bisschen anders auf, weil es ja doch ein bisschen kompliziert ausschaut. Fangen wir einfach bei der Klemme A an. Ja, also da ist die Klemme A, dann gehen wir daher. Jetzt bin ich da, bei dem Punkt. Da geht es auseinander und auf einer Seite habe ich R1, das ist der Zweig, und auf der anderen Seite habe ich R2, das ist der Zweig. Ja. Dann, was haben wir da? Da geht es zusammen. Ja, also da hinten, ja, da sind die zwei zusammengehängt. Ja, passt. Habe ich das auch rüben. Aber da ist noch ein zweiter Zweig. Und zwar gibt es da noch ein R3. Okay. Und da rüben gibt es noch ein R4. Ja, und die kommen jetzt wieder zusammen da in diesem Punkt. Und dann sind wir bei B. Ach, das schaut schon übersichtlich aus. Ja. Wir haben nämlich hier zwei Parallelschaltungen. Ja. Wir haben hier zwei Parallelschaltungen. Hier haben wir eine Parallelschaltung, ja, wo wir sagen können, der R1,2, 1 durch R1,2 natürlich, ist gleich 1 durch R1 plus 1 durch R2. Okay. Und da unten haben wir ebenfalls eine Parallelschaltung, neue Farbe, neues Glück. 1 durch R3,4 ist gleich 1 durch R3 plus 1 durch R4. Okay? So. Bilden wir die Kehrwerte hier, ja, also daraus folgt R1,2 ist gleich 1 dividiert durch 1 durch R1 plus 1 durch R2. Ja.
Das heißt, wenn ich das auf gleichen Nenner bringe, ist das 1 dividiert durch R2 plus R1 dividiert durch R1 mal R2. Ja? Das heißt, das ist R1 mal R2 dividiert durch R1 plus R2. Ja? Den gleichen Schmäh mache ich da unten. Das heißt, mein R3,4 ist gleich 1 dividiert durch 1 durch R3 plus 1 dividiert durch 1 durch R4 ist gleich 1 dividiert durch R4 plus R3 dividiert durch R3 mal R4. Das heißt, es ist R3 mal R4 dividiert durch R3 plus R4. Okay? Das heißt, ich habe hier praktisch zwischen A und B, da ist der A, ja, dann habe ich hier den Widerstand R1,2, dann habe ich nachher den Widerstand R3,4 und dann bin ich bei B. Und jetzt haben wir da eine Serienschaltung und diese Serienschaltung, ja, das ist ja relativ leicht, das ist praktisch schon mein RI. Das heißt, mein RI ist gleich R1,2 plus R3,4 ist gleich, das eingesetzt, R1, R2 dividiert durch R1 plus R2, ja, plus R3, R4 dividiert durch R3 plus R4. Ja, das ist mein RI. Ich habe also, das O0 ist übrigens nicht ganz richtig bestimmt, ja, weil das war praktisch jetzt das geht eigentlich in die falsche Richtung. Wenn man sich das anschaut, ja, dann ist Delta UA gleich minus U0. Ja. Wenn ich hier die Masche 2 aufzeichne, da schau, da machen wir Masche. Masche 2. Masche 2 U0, da, plus Delta UA ist gleich 0 Volt. Das heißt, das 0 ist minus Delta UA. Ja? Das heißt, eigentlich ist das dann minus U0. Ja? Nur ein bisschen aufpassen mit den Bezugsrichtungen. Ja, aber sonst haben wir jetzt die beiden Sachen bestimmt. Wir haben also ein U0, was minus dem dann spricht. Ja? Oder eigentlich die zwei Sachen umgedreht. Und ich habe eine RI, was sich so zusammensetzt. Ja? Also ich kastel vielleicht die zwei Sachen ein, dass man es besser sehen kann. O0 und ein RI. Wunderbar. Wunderbar. Und jetzt, wenn jetzt einer daherkommt und da was anderes wie ein Widerstand einbaut, das hier verhält sich genau äquivalent zu dem hier. Ja, das ist gleich. Ersatzspannungsquelle ist komplett äquivalent. Und jetzt kann ich da verschiedenste Sachen dranhängen und back, fertig. Ja, also das Ersatzspannungsquelle, wie wir gesehen haben, ist doch ein bisschen Arbeit. Ja, aber okay. Und jetzt sehen wir auch den Innenwiderstand der Ersatzspannungsquelle. Also das sind praktisch die zwei Sachen parallel plus die zwei Sachen parallel. Und wir haben mal gesagt, wenn alle Widerstände gleich groß sind, haben wir praktisch durch die Parallelschaltung die Hälfte. Durch die Parallelschaltung die Hälfte. Aber wenn man es zusammenzählt, haben wir wieder genau den gleichen Widerstand, der übrig ist. Das wäre der Innenwiderstand. Ja? Und wenn wir jetzt die Spannungsquelle, die Wheatstone'sche Brückenschaltung zum Beispiel durch eine Spannungsmessung belasten, ja, dann muss der Innenwiderstand des Spannungsmessgerätes muss ungleich höher sein wie so ein Einzelwiderstand. Okay? Das heißt, wenn wir da drin zum Beispiel 100 Ohm haben, ja, dann sind wir mit, weiß nicht, 100.000 oder 1 Megaohm oder sowas gut dabei. Wenn wir da drin schon 10.000 Ohm haben, wird schwierig, okay? Damit ein Spannungsmessgerät gut zu messen. Die belastete Wheatstone-Brücke.
ein typisches Beispiel, wo so eine Ersatzspannungsquelle, schreibt das da hin noch, Ersatzspannungsquelle, super ist. Ja? Also, man kann das tatsächlich brauchen. Ja? Unter Umständen sagt jetzt wer, das sind Probleme, die hätte ich ohne dem nicht gehabt, aber ja, Messtechnik habe ich schon erklärt, gell? Großes Thema auch in der Automatisierung und somit trifft uns das. Ja? Kommen wir nicht aus. Deswegen machen wir das. Belastete Wheatstone-Brücke. Ist übrigens jetzt das letzte Anwendungsbeispiel unserer einfachen Stromkreise. Ja? Alle anderen einfachen Stromkreise. Ich habe Vertrauen, dass das jetzt möglich ist, für jeden zu lösen. Jeden, jede natürlich ebenfalls. Das heißt, das Kapitel einfache Stromkreise ist somit abgeschlossen. Wer will, kann sich das nächste Kapitel anschauen. Da geht es um das elektrische Feld. Da schauen wir mal genau ins elektrische Feld, was da drinnen so passiert, wie die Quellen sind vom elektrischen Feld, wie sich das nachher darstellt und was sind Anwendungen. Da kommen wir nachher zu einem Ding, das heißt Kondensator. Ja, hat nichts mit Dampf und kondensierender Luft zu tun, sondern einen elektrischen Kondensator. Ja, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.